Wir befinden uns in einem Raum, in seinem Zentrum steht eine Couch, ein Sessel daneben, eine Matratze davor, sieht insgesamt wie bei mir aus. Alle meine Ex-Freund sitzen nebeneinander auf dem Sessel und führen ein Selbstgespräch. Daneben auf der Couch ein paar Männer, in die ich mal verliebt war. Davor auf der Matratze ein Pärchen Männer, in das ich mal verliebt war. Hinter ihnen stehen Romanzen aus Teenager-Tagen. In den Ecken flackern krüsselige Projektionen von Leuten auf, die ich nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen hatte. Aber dieser Typ aus Cottbus war schon ziemlich hot, hot, caliente. Vor den Fenstern gehen hin und wieder Fremde vorbei, die mal für einen Orgasmus da waren. Ein paar Mal verirrte sich eine Frau hierher. Aber sie ging dann auch ganz schnell wieder. Wir befinden uns in meinem Albtraum, einem Wortspiel, das offen gesagt geschrieben besser funktioniert. Dieser Raum heißt so, denn in ihm befinden sich all die Männer, die meine Haut beim Gedanken an sie salzig werden ließ, all die Heten, denen meine Avancen auf die kalte Schulter stieß und diese eine Frau, an die sich das letzte bisschen Hoffnung meines Vaters auf bitte wenigstens B klammert. Alle meine Ex-Freund, Ex-Lover, Ex-Bekanntschaften, Ex-Tinder-Dates, die ich getroffen hatte, weil man am Bahnhof in Stralsund noch so ungefähr 20 Minuten Zeit hatte und so ein Bahnhofsklo ist ja doch recht gemütlich, wenn man nichts berührt, am besten auch nicht sich gegenseitig. Alle diese Leute sind also hier in diesem Raum und sie reden miteinander und sie küssen sich einander und sie lieben sich einander und sie ficken miteinander und ich bin ausgeladen. Und das finde ich scheiße. Und dann seufze ich. Ich seufze so viel, meine Abgase alleine kümmern sich um die Ernährung mehrerer Wälder. Ich seufze so viel, an schlechten Tagen brauche ich eine Umweltplakette, um in die Innenstadt zu laufen. Ich seufze so viel, ich seufze an einem Tag mehr als Marge in der gesamten Laufzeit der Simpsons. Ich seufze so viel, nennt mich einfach Herr Jemini Granger. Den finde ich auch gut. Ich wäre kurz davor zu sagen, dass das Einzige, was diese Leute verbindet, ich sei, aber ich habe sie geliebt oder sie gemocht oder ihnen halt einen Blowjob gegeben, weil sie einander halt ähnlich waren. Ganz viele schöne Männer und halt manchmal eine Frau am selben Ort und wäre dieser Raum real, sie kämen gut ohne mich klar. Ich stehe davor, ich darf nicht rein, ich bin gemaulkorbt, ich kann nicht mitreden. Ich bin halt kein Automat, wo man oben Komplimente reinwirft und unten Sex rauskommt. Also ich meine, da unten kommt zwar schon manchmal Sex raus, aber Sex passiert halt nicht nur hier unten, sondern auch hier oben, in unseren Köpfen, aber vor allem in meinem Rachen. Ich suche mir halt immer die aus, die ein bisschen länger sind, die ficken dann halt auch mein Herz so. Oh. Billy Joel sang mal, in every heart there is a room. Aber meins ist kein Sanctuary, safe and strong. Meins ist einfach nur panisch. Und ich habe Angst davor, noch wen da reinzulassen und dann dieselben Fehler mit ihm zu machen, wie mit all den anderen auch, die schon vorher da drin waren. Dass ich zu viel Sex mit ihm habe, dass ich zu wenig Sex mit ihm habe, dass ich zu guten Sex mit ihm habe und er deshalb nicht mehr masturbieren will, sondern meinen Rachen als dritte Hand benutzt. Das ist schon öfters vorgekommen. Dass ich genau richtig viel Sex mit ihm habe und glücklich werde. Ganz neues Terrarium. Ich bin mir zu 80% sicher, dass das richtige Wort ist. Ich muss manchmal an diesen Raum denken, auch wenn es ihn nicht gibt. Alle Leute in diesem Raum kommen gut ohne mich klar. Und ich komme auch gut ohne diese Leute in diesem Raum klar. Das Stechen im Brustkorb wird von Mal zu Mal weniger, wenn ich einen der Herz-Alumni-Stecher wiedersehe. Und vielleicht haben wir dann sogar Sex. Aber meistens war ich damit von der Bucketlist gestrichen und ich wurde blockiert. Es ist weird, den Umgang mit manchen von denen, die in meinem Herzen und Hintern waren, zu wahren, die Erinnerungen aufzubewahren, in meinem Brustkorb aufzubeatmen, stabile Seitenlage und staying alive und aufzuarbeiten. Aber manchmal ist die weirde Arbeit die wichtige. Wenn ich nichts verdaut habe, kann ich auch nichts ausscheißen. Warum soll es bei Exen anders sein? Hä? Und heute befinde ich mich hier in diesem Raum. Es sitzen Leute um mich herum, die ich mag, schätze und liebe. Und Martin Pause würde ich auch mal reinlassen, wenn er will. In meinen Hintern versteht sich, in meinem Herzen ist er schon längst. Aber zuallererst lade ich mich mal selber wieder in meinen Raum ein und schmeiß die ganzen anderen Stricher vor die Tür, die eh keine Miete zahlen. Tja, Moritz, kannst mal sehen, wie das ist.
Alex, Dustin, Felix, Marcel, Chris, Christoph, Christopher, Christophorus der Dritte und nochmal Alex, Thomas, Christian, Daniel, David, Dave, Sergey und Axel, Dennis, Jens, Jan, Marco, Patrick, Mac, Max, Marvin, Fabian, Benny, Tobi, Sebi, Tommy, Tristan, Nigel, Timothy, Wolle, Xavier und Imperator Zug mit ausklappbaren Flügeln. Hey, ich hatte als Teenager keine Dildos und musste kreativ werden, okay? Okay. Ihr alle müsst euch einen neuen Ort für euren fucking Gangbang suchen, den ihr, soweit meine Vermutungen stimmen, in meinem Herzen verortet. Ihr seid hiermit nämlich ausgeladen. Ich hab dann nämlich jemanden, der hier gerne drin wohnen würde. So I will share this room with you and you can have this heart to fuck it up.